So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect 2. In der letzten Folge waren wir ja in der Guess Matrix, sage ich jetzt einfach mal so. Und jetzt bleibt uns hier nur noch die Reaper Basis. Und dann werden wir das mal machen. Bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Wir haben Tali, dann nehmen wir noch Garrus mit. Jawohl, annehmen. Warum haben wir keine Bewaffnung? Die hier. Katana, was war das? War hier Schrotflinte, glaube ich, gell, ja. Das hier und hier hatten wir, glaube ich, diese hier. Die war auf jeden Fall nichts für uns. Daran erinnere ich mich. Was ist denn eigentlich damit? Na, wir lassen erstmal die hier. Du warst eine Handfeuerpistole oder was warst du hier nochmal? Ne, Maschinenpistole, hier oben steht's, ja, bin ich dämlich. Wir nehmen mal das hier mit. Das hier ist Schrotflinte und das hier sind schwere Pistolen. Ah, okay. Gut. Damit hätten wir das schon mal erledigt. Ich bin zu faul dafür gerade. Ach, den können wir auch auswählen. Okay. Interessant. Was haben wir denn bei Tali? Da können wir ein bisschen was machen. Und dann bestätigen wir das mal. Der Synthlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Guests Widerstand organisieren können. Was ist mit ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So, was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Guests sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Passt schon. Sie kennen Ihre Grenzen. Ich vertraue Ihnen. Mich besorgt eher, dass Sie mir nichts von den Upgrades erzählt haben. Sie haben unsere Wiederherstellung von Geth-Intelligenzen aus dem Server toleriert, aber das hier ist etwas anderes, etwas Persönliches. Sie haben sich geschämt. Scham ist eine emotionale oder kognitive Reaktion auf gesellschaftliche Werturteile. Sie spielt hier keine Rolle. Ich bin auf Ihrer Seite, Legion. Ich will Ihrem Volk helfen. Wir hatten nicht die Absicht, Sie zu beleidigen. Ja. Die Guests sind doch besser als das. Jetzt schämt er sich doch. Nein, auf Basis empirischer Beweise sind sie das nicht. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Legion, viel Glück. Bestätigt. Bestätigt, er ist so süß. Kaum glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel? Und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Und ihr macht es wieder. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Drannoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitete. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Ein Stein.
Jetzt ist er weg. Nun, immerhin ein Anfang. Das Nichts ist also ein Anfang. Na ja, dann, wenn du der Meinung bist. Da haben sie sich was Schönes hingezimmert. Bis ich da mal einen Gegner sehe, sind sie wahrscheinlich schon alle tot. Bleib unten. Die Gas-Störtürme beeinträchtigen Ihr Signal, Commander. Ich gleiche das aus, damit Sie weiterhin Funkkontakt haben. Alles klar. Gute Arbeit, Trainer. Ach, das Ding gehört zu uns. Bleib unten. Gibt's hier eigentlich irgendwas, was wir noch mitnehmen können, was sinnvoll ist? Oh, voll daneben. Aber jetzt hat. Aua. So, das war das. Komme ich da rüber? Ja. Gibt's hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Munition wäre super. Ich glaube, die wollen uns hier nicht. Aber das haben wir gerade geklärt. Sie müssen zur oberen Ebene gelangen, bevor Geth-Einheiten ihre Stellungen verstärken können. Wir sind unterwegs. Ihr Admiral Garrel, der Weg der schweren Flotte ist frei. Alle vorwärts. Präsenz der Geth-Jäger vernachlässigbar. Patrouillenflotte, Deckung verlassen und angreifen. Nein, macht es nicht. Warum müsst ihr immer auf Krieg machen? Das ist doch unglaublich mit euch. Bleib unten. Ich versuche hier wenigstens nur die Schäden gering zu halten, aber hier willst du gleich immer alle umlegen. Und dann wundert ihr euch, warum ich die Gäste die ganze Zeit auf den Sack hauen. Hier liegt doch was Brauchbares. Da liegt was. Waffen-Upgrade für... Konnte ich jetzt nicht lesen, ich war zu langsam. Da liegt ja noch was. Handschuhe für Equip, was ich eh nicht anziehe. Ganz unauffällig. Da. Haben wir's dann. Doch richtig gesehen gerade. Ja,
Ah, verdammt. Ach, du bist schon unten, Gareth. Alles klar. Was zum... Okay, das sieht safe aus. Irgendwo ging es doch hier gerade hoch, oder nicht? Oder doch? Habe ich mich jetzt da so verschaut? Nee, es geht nur runter. Komme ich auf irgendeinem anderen Weg wieder hoch? Ich hätte nämlich gerne noch gewusst, ob da... Ah, da. Nämlich gerne noch gewusst, ob da oben irgendwas Brauchbares liegt. Sieht nicht so aus. Alles klar. Keine Ahnung, wo Tali schon wieder abgeblieben ist. Shepard Commander, feindliche Gäste fahren einen Schild über der Basis hoch. Reaper-Tech mitnehmen. Granaten brauchen wir nicht. Irgendwie benutze ich die nie. Ich bin hier schon wieder Tontauben schießen, ja? Achtung! Kreuzfeuer von linkem Balkon! Da ist doch keiner. Da drüben ist einer. Die müssen als erstes weg, die mit ihren nervigen Raketenwerfern. Shepard Commander, brauchen Sie Unterstützung? Nö, alles tut die. Wir schaffen das schon. Wie ist Ihr Status? Mit den Upgrades der alten Maschinen sind wir das interessantere Ziel und ziehen Feuer von Ihrer Stellung ab. Weitermachen. Wir rücken zur Schildsteuerung vor. Ich weiß ja, dass Legion auf unserer Seite steht, aber Reaper Code? Nein, Legion ist auf unserer Seite. Ich hätte nie gedacht, dass ich Sie das mal sagen höre. Da lag ja auch noch was rum. Na, gehst du mal weg. Das hier ist doch schon wieder eine astreine Falle. Da oben liegt auch was Glitzerndes. Alles mitnehmen. Ja, die sammeln wir einfach mal nur ein. Gasplasma-Schrotflinte. Sachen gibt's. Was haben wir denn hier? Datenbergen. Und weiter geht's. Und wieder Datenbergen. Und Medigil-Gedöns mitnehmen. Na, steck raus, dein Köpfchen. Oh, das sind zwei. Es werden vermutlich noch viele mehr werden.
kann mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass die das sich so alles gefallen lassen. Ich habe den Override betätigt. Wir haben Systemzugriff und umgehen die Sicherheitsmaßnahmen. Bereithalten. Okay, wir halten uns bereit. Wie können die sofort rauskommen und instant schießen? Das ist doch... Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen umgangen, aber die Schilddeaktivierung erfordert eine manuelle Eingabe. Okay, machen wir gleich. Alles klar, machen wir gleich, aber erstmal müssen wir uns umschauen. Lauf, Bob, lauf. So, hier haben wir die Konsole. Shepard Commander, Sie haben die Schildtüren erfolgreich geöffnet. Gut, wir sind in einer Minute zurück. Negativ. Der Weg hinter Ihnen wurde abgeriegelt. Ein Fahrstuhl in der Nähe kann Sie zur oberen Ebene bringen. Und das hier. Sollten Sie annehmbaren Sichtkontakt zur Zielerfassung haben. Das hier sieht mir nach einem Fahrstuhl aus. Ja, super Idee. Alter, ich muss irgendwo weg hier. Jetzt lass. Na. Okay, ausnahmsweise waren sie diesmal hilfreich. Ich war nicht sehr hilfreich. An alle Schiffe. Die Patrouillenflotte hat die Flanke der Geth durchbrochen. Erlaubnis zur Verfolgung. Erteilt. Weidmannsheil ran. Au, wow, wow. Geth-Kommandanten. Ach was. Okay, der ist schon mal weg. Ist jetzt hier bald noch Feierabend? Alter Schwede. Das ist schön. Empfangen Sie etwas von der Basis? Nein, die alten Maschinen haben uns nicht als Bedrohung registriert. Wir raten zur Eile. Die Schöpferflotte wird überrannt, wenn Sie die Gästverbindung zu den alten Maschinen nicht bald kappen. Diese Schlacht dauert nun schon Jahrhunderte. Dass ich jetzt ihr Ende sehe. Wir werden es schaffen. So. Okay, vorne an die Kante. Speichern. Bin gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Die Waffensysteme der Normandie sind bereit, ihr Ziel zu erfassen. Ich empfehle Rückzug in sichere Entfernung. Ziel erfasst.
Das war ja klar. Das klingt nicht gut. Das klingt nach einem Reaper. Es ist ein fucking Reaper. Wir haben ein Transportmittel geortet. Verstanden. Alle zum Schiff. Bewegung. Bewegung. Wie sollen wir dieses Ding bekämpfen? Ich hatte gehofft, Ihre Flotte würde mit... Es ist ein fucking Reaper. Wir versuchen Ausweichmanöver. Shepard an Flotte, das ist keine Reaper-Basis. Es ist ein lebender Reaper. Ich brauche einen Orbitalschlag. Ein Schwachpunkt, während er die Geschütze scharf macht. Verdammt, wegen der Störtürme müssen wir manuell zielen. Präzisionsschüsse nicht möglich. Jetzt könnten wir vielleicht entkommen. Nein. Anhalten. Wenn wir fliehen, bleiben die Geth unter Reaper-Kontrolle und die Quarianer sind tot. Es endet jetzt. Edi, verbinden Sie die Quarianer mit dem Waffensystem der Normandy. Zielerfassungslaser mit der ganzen Flotte synchronisieren. Verstanden. Brauchen Sie Unterstützung? Verpiss dich, lieber. Kommt 10 Legion, ab hier übernehme ich. Shepard Commander, viel Glück. Zur Kenntnis genommen. Jetzt müssen wir... Flotte, markiere Schwachpunkt. Link mit der Normandy aufbauen und bereit sein zu feuern. Schwachpunkt hat gesagt das Auge, oder? Hier drinnen. Das war wohl nix. Mir bewegt dich ein bisschen schneller. Na, verdammt. Frisch getoastet. Das sah doch schon ordentlich aus. Okay, also der Trick ist erstmal ein bisschen ausweichen. Ah, aber das, wie soll das gehen? Ja, also nochmal. Alle guten Dinge sind 10, oder? 3, 2 haben wir schon. Weil das kann ich ja nur machen, wenn ich nicht ziele. Ah, okay. Wenn ich mich bewege, dauert es langsamer, dauert es länger. Okay. Aber der hat so ein breites Streufeld.
Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, verdammte Axt. Okay, so also. Kann es sein? Kommt der näher? Ich habe das Gefühl, der kommt näher. Hoffentlich klappt es. Scheint es geklappt zu haben. Das sieht mir aber nicht sehr nach einem Präzisionsschlag aus. So, das ist dann, ich glaube, Reaper Nummer 3, den wir offiziell umgelegt haben. Aber er lebt noch. Shepard. Gut, er kennt uns. Sie wissen, wer ich bin? Sie leisten Widerstand gegen den Vorboten. Das ist vergeblich. Der Zyklus muss weitergehen. Was nehmen wir? Das da oder das da? Machen wir das hier. Was meinen Sie damit? Wir haben die Sovereign und die Geth aufgehalten, den Vorboten und die Kollektoren. Wir verdienen eine Antwort. Sie werden sie nicht verstehen. Versuch's doch mal. Wir überraschen Sie vielleicht. Sie stehen für Chaos. Wir stehen für Ordnung. Jede organische Zivilisation muss geerntet werden, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Das ist unvermeidlich. Ohne uns müssen organische Wesen untergehen. Wir sind ihre Erlösung. Sie töten jeden in der Galaxie, um uns zu retten? Der Zyklus muss fortbestehen. Es gibt keine Alternative. Wir müssen uns aber nicht gegenseitig vernichten. Die Schlacht um Runoff widerlegt ihre Aussage. Beenden Sie Ihren Krieg. Wir werden warten. Es gibt immer eine Alternative. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Reaper getötet. Nein, wir haben den dritten Reaper getötet. Wir können bestätigen, dass die Geth nicht länger von den alten Maschinen gesteuert werden. Wir sind frei. Geschafft, Shepard. Die Geth-Flotte hat das Feuer eingestellt. Sie sind jetzt ganz leicht angreifbar. Shepard, Commander, die Geth haben sich nach dem Angriff der Schöpfer nur verteidigt. Verdienen wir dafür den Tod? Was schlagen Sie vor? Unsere Upgrades. Nach dem Tod der alten Maschinen könnten wir sie zu allen Geth hochladen, ohne ihre Unabhängigkeit zu opfern. Sie wollen den Reaper-Code hochladen? Dann wären die Geth genauso klug wie unter der Kontrolle des Reaper. Ja, aber mit einem freien Willen. Jede Geth-Einheit wäre eine echte Intelligenz. Wir würden leben und könnten ihnen helfen. Die Flotte greift bereits an. Das wäre unser Untergang. Shepard, Sie können die Geth nicht über mein Volk stellen. Kennen Sie noch die Frage, die die Schöpfer dazu veranlasst hat, uns anzugreifen, Talisora? Hat diese Einheit eine Seele? Code
Hochladen. Laden Sie den Code zu den Geth hoch. Tali, rufen Sie die Flotte zurück, falls möglich. Upload wird durchgeführt. 10%. Hier spricht Admiral Tali Zora. An alle Einheiten. Angriff abbrechen. Missachten Sie den Befehl. Angriff fortsetzen. 20%. Ich flehe Sie an. Tun Sie das nicht. Bitte. Wir bedauern den Tod der Schöpfer, sehen aber keine Alternative. 40%. Flotte warnen. Verdammt! Legion, machen Sie weiter! Shepard? Alle zuhören, hier spricht Shepard. Wenn Sie in etwa einer halben Minute nicht vom Himmel geblasen werden wollen, stellen Sie den Angriff jetzt ein! Hier ist Admiral Tali Zora. Shepard hat meine Unterstützung. Und meine auch. Negativ, wir können diesen Krieg jetzt gewinnen. Weiter feuern! 60%. Die Geth haben bald wieder volle Stärke. Wenn sie den Angriff fortsetzen, werden sie vernichtet. Ich habe sie mal auf der Citadel vor den Geth gerettet. Und kürzlich half ich ihnen, dieses Schlachtschiff auszuschalten. 80%. Aber das hat jetzt ein Ende. Wenn sie weiterhin angreifen, werde ich mich zurücklehnen und zusehen, wie die Geth sie ausradieren. Es ist ihre Entscheidung, Kila Silai. An alle Einheiten Feuer einstellen. Manchmal muss man einfach böse sein. Kopieren des Codes nicht ausreichend. Direkte persönliche Verteilung erforderlich. Shepard Commander, ich muss zu Ihnen gehen. Es tut mir leid. Es ist die einzige Möglichkeit. Was machst du? Legion, die Antwort auf Ihre Frage lautet ja. Ich weiß, Tali. Aber danke. Kila Selai. Nein. Commander. Admiral Rahn, ich habe gehört, dass Ihr Schiff eine Bruchlandung gemacht hat. Schön, dass Sie es überlebt haben. Ich habe alles über Funk verfolgt. Wenn Herrn Garrel nicht aufgehört hätte... Hat er aber. Wir haben schwere Verluste erlitten. Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist. Wo sollen wir hingehen? Sie können gerne mit uns nach Ranoff zurückkehren, Admiral. Legion? Nein, es tut mir leid, Commander. Legion hat sich geopfert, um uns allen Intelligenz zu geben. Wir werden ihn dafür ehren. Gut. Und wir werden Legions Versprechen halten. Die Gerstflotte hilft ihnen bei der Zurückeroberung der Erde und unsere Techniker unterstützen sie beim Bau des Tigels. Cool. Unsere selbstverständlich auch. Admiral, haben Sie schon über mögliche Siedlungsgebiete nachgedacht? Der Südkontinent hatte ausgezeichnetes Ackerland, soweit ich mich erinnere. Werden Sie... klarkommen? Ich denke schon, Commander. Vielen Dank. Cool. 300 Jahre lang Krieg haben wir soeben beendet. Besichtigung für ein Zweithaus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich weiß, die Zusammenarbeit mit den Geth wird schwierig werden. Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen. Deshalb sind wir nicht hier. Ich wollte nicht fragen. Sie haben sich ein paar Gefallen bei der Flotte verdient. Ich verlange von Ihnen, die Reaper anzugreifen. Damit dürften wir quitt sein. Wenn die Reaper auf der Erde bleiben würden, bestimmt. Aber früher oder später werden sie nach Runoch kommen. Wir haben gerade einen von Ihnen getötet. Deshalb komme ich mit Ihnen, um Sie aufzuhalten. Sie glauben, dass ich eine Hilfe sein kann. Wenn Sie sicher sind. Sind Sie da sicher? Ja. Ich sehe das alles. Ein Bild der Hoffnung und des Friedens.
Aber ich denke nur an all diejenigen, die ich verloren habe. Mein Team auf Haystrom, mein Vater, sogar Legion. Ich trauere um einen Geth. Wie verrückt ist das denn? Es ist überhaupt nicht verrückt. Legion war unser Freund. Trotzdem ist es wunderschön, oder nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Commander Shepard, wie ich höre, haben Sie das Problem mit den Geth geklärt. Ja, Ratsherrin. Zwei sogar. Ich kenne die Berichte. Sie haben einen 300-jährigen Krieg beendet. Ich hatte viel Hilfe. Wir haben isolierte Gruppen von Geth. Soweit wir wissen, sind es Geth-Körper, in denen Reaper-Code geladen ist. Aber das ist nur ein Bruchteil der ganzen Geth-Flotte. Sie haben Unmögliches geleistet, Commander. Und vielleicht kann ich Ihnen auch helfen. Ich habe Informationen von meiner Regierung, die aber für einen ungesicherten Kanal zu heikel sind. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Ja, das wäre optimal, Commander. Ich erwarte Sie dann in Ratsherr Udinas Büro. Ja, gut. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Alles klar. Das machen wir noch. Commander, beschäftigt Sie etwas? Eigentlich wolltest auch du mich sprechen, nicht ich dich? Nee, eigentlich nicht. Fragen wir mal das hier. Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen? Weil Sie der einzige Hurensohn sind, den ich habe, der weiß, wie man Reaper tötet. Jeder kann das. Man muss nur clever sein und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Sie saßen vor vielen Jahren auf Akkus in der Falle und waren der Einzige, der überlebt hat. Schon damals war klar, dass da mehr war als bloßes Talent. Das reicht ja aus. Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, das ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt. Aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Bei Ihrem Kampf gegen die Sovereign gab es keinen Grund, an Ihren Sieg zu glauben. Aber Ihrer Crew war das egal. Sie folgte Ihnen trotzdem. Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb Ihre Crew bei Ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an Sie geglaubt hat, an Ihren Anführer. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und Sie werden uns auf die andere Seite bringen. Die andere Seite? Was ist die andere Seite? Kann auch der Tod sein. Also von daher... Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut. Auch wenn Sie Ron noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Okay. Aber wie sieht's mit der Bereitschaft aus? Wie sind wir im Moment, Admiral? Ich will nicht lügen, Shepard. In den meisten Sektoren sieht die Sache nicht gut für uns aus. Wir müssen das Tempo anziehen und ein paar Siege einfahren, denn sonst endet die Sache schlecht für die Menschen und alle anderen Spezies. Alles klar. Verbündete Truppen. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Quarianer und Geth an Bord zu bringen, hat uns wirklich sehr geholfen. Die Quarianer unterstützen Evakuierung und Beschuss, während die Geth Versorgungslinien der Reaper angreifen. Okay, was ist mit den Turianern? Was ist mit Turianern und Kroganern? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Earthnot Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer.
Das klingt gut. Okay. Dann, wie sieht's mit Asaria? Was ist mit Arias genau. Söldnern? Arya Teal'c. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Watcher heißt es. Eclipse stellt Truppen und Max bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Okay, dann was haben wir hier noch? Was ist mit Asari und Salariana? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tigel. Und sie haben tatsächlich die Destiny Ascension zugesagt. Sie haben nicht vergessen, dass sie sie vor 3 Jahren gerettet haben. Die Salarianer? Und die Salarianer? Auch interessant. Wir haben durch die Hintertür Nachrichten von STG-Einsatzteams bekommen. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. Klingt gut. Obwohl ich die Genophage geheilt habe? Laut unseren Informationen gibt es Spannungen zwischen Militär und Politikern. Die STG-Jungs kennen die Lage. Sie wollen nicht die Salarianische Union gefährden, nur weil eine Dalatras ihren Willen nicht durchgesetzt hat. Okay, was ist mit den Rachni? Was ist mit den Rachni? Ich hab's ja nicht geglaubt, aber die Rachni helfen wirklich beim Bau des Tiegels. Sie machen Witze. Sie haben ein Gespür für Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, sie wissen das eine oder andere über galaxieweite Kriege. Es gibt keine Probleme mit ihnen? Nein, außer dass sie unsere Techniker erschrecken. Auch geplaudert wird nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal soweit durch. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. So, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Folge durch. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Vardasch.